Ja, ho, 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 ho. Es ist noch nicht Weihnachten, aber wir sind immer noch fleißig dabei, das Haus des Kartenmachers zu machen. Ich finde, es ist sehr schön bis jetzt. Wir werden nachher noch die Balkone etwas pimpen. Die sehen mir noch ein bisschen lahm aus und einfach nur da reingekloppt. So, also meines Erachtens nach hätte die Turmspitze noch steiler werden können. Es hat was von einer Windmühle. Ohne Windmühlenflügel. Was ist ihm aufgefallen? Oh. Jetzt kommt's. Da-da-da-dam. Au, da fehlt was. Eieieiei. Da fehlt ein Stück Dach. Gut, okay. Kümmert er sich gerade drum. Ich werde jetzt hier ein bisschen damit rumhampeln und mach mir noch ein bisschen mehr Fences. Glowstone nehme ich mir auch mal mit. Jetzt geht es so ein bisschen um die Details und Feinheiten. Lass mich rein. Okay, schauen wir mal kurz hier. Da haben wir das. Da gucke ich später einfach nochmal. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht schon reicht so für unseren Anspruch hier. Das finde ich auch relativ komplett. Aber hier fehlt... Ach, ich hätte die Türen mitnehmen sollen. Ich denke auch nicht nach. So, gehen wir mal hier drauf. Jetzt muss ich hier wieder mit... Warte. So, jetzt muss ich erstmal hier die Teile auswählen. Darf ich natürlich keine Scheiße bauen, denn sobald die Teile hier dran sind, falle ich. Glaube ich. Doch nicht. Gut, okay. Vielleicht bin ich auch noch zu sehr auf den Zäunen drauf, dass ich gar nicht fallen werde. Aber ich bleib mal geduckt. So, jetzt hier schön, schön die Balkone verzieren. Nächsten. Ach. Ja, okay. War ein Fehler. Komm schon. So. Jetzt nehmen wir wieder das Zeug hier. Zack. Zack. Klapp, klapp. Ich weiß gar nicht, ob der Sound jetzt einigermaßen laut genug ist, dass ihr das überhaupt hört. Meine Maus hört ihr natürlich. Tut mir auch leid. Manche finden es sogar toll, dass man die gerade hört, dass man erkennt, wann ich überhaupt klicke und vielleicht sogar verzweifelt zu klicken. Naja, gut. Na komm, komm schon! Ich kann ja mal kurz gucken, was habe ich hier in den Options. Ja, komm mal hier noch ein bisschen mehr Bass bei euch rein hier. Oh, fast wieder runtergefallen. Hat er die jetzt hier schon gesetzt? Ich sehe nix. Gut, dann mache ich hier jetzt weiter. Zack, zack. Siehst du, da hört man wenigstens, dass ich es versuche. Okay, wenn wir die Balkone jetzt hier fertig haben, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier unter die Balkone... Ist das überhaupt die richtige Mehrzahl? Balkons auf jeden Fall nicht. Das finde ich scheiße. Unter die Balkone etwas Leben reinbringen. Das sieht jetzt so aus, als würde das Ding frontal stahlträgertechnisch aus dem Gebäude ragen, ohne irgendwie Halt zu haben. Das machen auch manche Leute. Ja, nicht falsch, aber es sieht halt komisch aus. Finde ich jetzt persönlich, wenn da einfach nur ein Balkon so 5-6 Einheiten aus dem Gebäude rausguckt, keinerlei gestützt wird, ist natürlich, jetzt wenn es ums Mittelalter geht, nicht unbedingt immer möglich, aber es gibt ja auch lange Balken. Also es ist jetzt nicht unrealistisch, aber ich finde, es sieht besser aus, wenn man von unten dann noch irgendwie stützt. Gut, er macht jetzt hier so ein bisschen Zauber.
Gib dir mal kurz den kleinen Hinweis, dass man hier vielleicht noch so Laternen aufhängen könnte. Kennen manche von dem Speedbild des Speedbild des Weidenbrunnens, dass wir hier gerne einfach mal Zäune benutzen, um das alles ein bisschen detaillierter zu machen. Da wissen viele Leute gar nicht, wie hilfreich so ein Zaun ist, wie vielseitig der auch ist. Ja, wie vielseitig einsetzbar. Jetzt haben wir hier keine Erde. Ach komm, ey, nehm ich Holz. Holz. Schauen wir mal. Ich muss jetzt immer da unten dran. Das heißt, hier setze ich mich mal hin. Mittig, dass ich keine zwei Sachen bauen muss. Ich weiß auch gar nicht, wie lang. Guck mal, das reicht schon fast. Ich habe 64 Zäune. Da muss ich mal gucken. Also, man kann sie, glaube ich, nicht von unten dran stacken. Das hat der Notch wieder vergessen mit dem Update. Alles klar. Ist nicht ganz schlimm. Kenne ich ja schon nicht anders. Von daher muss ich mal kurz gucken, wie das aussieht. Also das ist jetzt rein experimentell, was ich jetzt hier gerade mache. Ich hoffe einfach mal, es sieht. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Aber sieht das auch so aus, wie ich es haben möchte? Ich mache es nochmal anders. Ich mache jetzt hier. Hier einen hin und. Ah, er hat's begriffen, was ich vorhab. Und zwar jetzt. Ach nee. So. Und da. Dann können wir die nämlich verbinden. So, dann wird das nämlich hier so ein bisschen gestützt. Gucke ich einfach mal, dass ich jetzt wieder schnell runterkomme. Dann gehe ich mal ein paar Schritte zurück und schaue mir mal mein Werk an. Ich renne mal auf den Friedhof. Ja, hat ja gut geklappt. Ich sagte, ich renne. Oh, so, wieder die Entschuldigung, dass es teilweise ruckelt. Wie gesagt, seit einem Update bei OS X, ja, ich sehe mal wieder nichts, ist das so ein bisschen in den Keller gegangen manchmal mit den FPS. Oder es liegt auch teilweise an der neuesten Version des des Aufnahmeprogramms. Okay, es sieht auf jeden Fall besser aus. So, jetzt muss ich mal gucken, schaffe ich das? Ja. Gut, das machen wir jetzt noch an allen anderen Seiten. Gucken wir mal. Ich gehe erstmal auf die ganz andere Seite. Zack. Ach, guck an, der hat hier schon vorher das Ganze gebaut. Da kann ich ja schon mal hier hoch tacken und dann die dran klatschen und dann die. Also nochmal so einen kleinen Tipp hier: Zäune sind richtig geile Detailbringer. Wenn man lustig ist, könnte man jetzt hier zum Beispiel noch was runterbauen, dass das sozusagen ein Seil oder so ein, ja, so ein etwas festeres, seilartiges Gebilde runterbaumelt und unten dann noch ein Glowstone dran klatschen. Aber ich denke mal, das lassen wir erstmal so. Wie komme ich jetzt da am besten drauf? Muss ich halt daneben. Ach komm schon. Daneben hier so ein Türmchen bauen. Noch ein. Draufspringen. Hier hat er die nicht hingesetzt. Da war er sich wieder zu fein für. Oder er hat es nicht geschafft, weil er jetzt hinten am Werken ist. Bauen wir hier einen hin und da einen hin. So, also das ist jetzt hier alles noch Detailarbeit. Ach, so. Und zu guter Letzt die beiden. Oh, und natürlich die. So. Gut, dann haben wir die auch schon fertig. Nochmal hier zum Absprechen hier bei den ganzen Bauten. Ich und Ugoran, wir besprechen nicht alles, vor allem nicht die Inneneinrichtung. Das kommt alles spontan. Das macht einfach ein bisschen mehr Lust und Bock, ja, mehr so spontan zu agieren bei solchen Sachen, bei Einrichtungssachen. Da kommt meist bessere Sachen raus, als wenn man sagt, da muss jetzt ein Regal hin und. Es sei denn, man will jetzt irgendwie bestimmte Sachen dann halt bauen, die das dann halt beinhalten. Da guckt man natürlich nach, wo passt das dann am besten später hin. Aber in diesem Fall. So.
Ein Bett haben wir schon. Wir haben jetzt hier neuerdings das Hobby, dass wir die Betten meistens hier total einkesseln. Na komm. Und meistens dann noch hier schön mit so einem Bücherregal beenden. Ist natürlich ein bisschen komisch jetzt gerade. Türen von unten später holen. Es wird schon wieder Nacht, daher werden wir jetzt einfach mal verfrüht runter. Gehen, weil wir ja die letzte Folge so ein bisschen später pennen gegangen sind. Ich hoffe, dadurch gleiche ich das jetzt aus. Ich kann das natürlich jetzt nicht versprechen, wie die Folgen geschnitten werden, aber meist ist das ja immer so gewesen, dass wir zum Sonnenuntergang uns in die Betten begeben haben. Verdammte Shift-Taste, sind da noch welche? Müssten. Aber morgen. Gut, alles klar. Ab in die Haie. Und dann, guck mal, ich habe letzte Folge schon gesagt, das ist die letzte. Hahaha, gut geklappt. Gut, dann werden wir mal gucken, dass wir hoffentlich in der nächsten Folge das so weit fertigstellen, dass wir sagen, jo, das war's.